Herzlich willkommen zurück zum Construction Simulator. Wir haben hier über uns den Haken noch schweben. Da ist er. Und wir müssen noch die Wände platzieren. Von der ersten Etage. Nun ja, platzieren wir hier mal Stück für Stück wieder alle Materialien. Danach werden wir wahrscheinlich wieder Spanplatten legen müssen, ne? Beziehungsweise erst wahrscheinlich Holzplatten, ne? Wieder Decke einziehen, danach dann dazwischen, beziehungsweise dazwischen halt, da ist noch die Zwischenwände, ne? Die innerhalb der Etage und danach dann wieder Spanplatten, um alles zuzumachen und. Aber das werden wir gleich alles Stück für Stück sehen, das wird man uns ja sagen, in welchen Reihenfolgen wir was machen müssen. Nun ja. Zack, das ist auch platziert, sehr schön. So, nun stehen die Innenwände an. Wir müssen nochmal die Materialien auspacken und die Wände reinziehen. Ja, genau. Genau so. Ja, jetzt brauchen wir die ganz großen Pakete. Dafür brauchen wir hier den Kran. Der andere schafft das vom Gewicht leider nicht. Passt das? Passt das? Nein, es passt nicht. Es passt nicht. Aber wir können vielleicht tricksen, indem wir den ein bisschen drehen, anheben und dann dahinter. Ja, genau so geht das. Einmal ein bisschen getrickst und dann läuft das. Ah, ich krieg den nicht weiter gesenkt. Dann fahren wir den aber einfach weiter aus. Und dann geht das auch. Das ist nicht das Problem. So. Ja, sehr schön, das steht auch. Den würde ich, wie gehabt, einmal nach hinten wegdrehen, damit wir da Ruhe haben und nicht die Kräne immer wieder gegeneinander hauen
und uns gegenseitig oder uns selber halt damit blockieren, ne? So. Sehr schön. Dann weiter geht's. So, die Schächte, die stehen wieder an der Reihe. Das ist gar kein Problem. Die kriegen wir ganz schnell an den Haken.
Ja, alles wie gehabt, ne? Einmal dasselbe nochmal. Nochmal zweimal Holz und zweimal Grobspanplatten. So, wo haben wir ihn denn? Da. Zack, da haben wir es endlich. Sehr schön, dann können wir hier weitergehen. Wir brauchen noch eine von den Kisten. Beziehungsweise Paletten. Da haben wir sie auch schon am Haken. Die Palette hauen wir da jetzt hin. An die vorgesehene Stelle. Und dann müsste eigentlich auch sofort, da sehen wir es, alles eingepackt werden. Genau. Oh, oben wird schon sehr, sehr viel fertig gebaut. Und oben wird es auch schmaler mittlerweile, das Gebäude. Gut, wir haben auch schon 66%, ne? Also jetzt kommt das Dachgeschoss. Bauabschnitt F. Ich sehe nix. Mensch. So, jetzt sehen wir wieder was. Gut. Den dahin.
So, das letzte Teil. Und tada. So, nochmal zweimal Holz für die Innenwände natürlich. Was auch sonst. Ach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso so unfassbar viel Holz und wieso nochmal zweimal Bewehrungsgitter? Weil normal machst du ja nicht Beton, eine oder zwei Ebenen, dann dazwischen Holz, zwei Ebenen und darüber wieder Beton. Nein, das sind eigentlich gar nicht so viel Materialien. Auch die eine Schalung, die hier über ist, das ist für die das für das Ferienhaus oder für die Ferienwohnung oder wie auch immer, ne? Für unseren anderen Auftrag, wir haben, klar, es wurde angezeigt, wir brauchen so und so viel Material insgesamt und das haben wir natürlich dann auch einfach bestellt und daran liegt das, dass wir hier auch viel zu viel Material liegen haben. Natürlich, gar nicht, oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht die ganze Zeit, aber ich habe mich die ganze Zeit gewundert, woran liegt das? Kommen wir da durch? Ah, warum macht man denn die Rüst vor der Tür? Was soll denn das? Mensch, Mensch, Mensch. So, wenn wir hier sind, dann einmal hier so rum. Mein Gott, nee. Unkomplizierter kann man auch nicht bauen, ne? Und warum fehlt da Beton? Shit. Naja, gut. So. Hier lang. Ah ja, okay, selber Aufbau von den Wänden her. Zack. Sehr schön. Das haben wir dann auch noch erledigt. Ich denke, am einfachsten ist es. Kommen wir da raus? Nö, natürlich nicht. Springst du aus Fenstern? Nein, leider nicht. Ah, ich denke, der Aufzugsschacht wäre doch das einfachste gewesen. Verdammt. Müsste der nicht... Ja, guck mal, hier haben wir den Zugang. Tada! Ah, shit, jetzt müssten wir aber im Keller sein, ne? Ja. Ach Gott, ach Gott. Und hier ist die... Wollen die mich jetzt veräppeln? Ich habe mich eingesperrt. Oh mein Gott, Hilfe! Ah, kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, wir müssen aber sowieso hier in den rein. Denn wir müssen wieder das dicke Paket mit den, Dachelementen platzieren. Einmal dran denken. Ah ne, der Kran ist anders gedreht. Das heißt, das können wir jetzt auch so einfach easy hier abgreifen. Da haben wir es. Sehr schön. So. Das sollte jetzt passen. Sehr gut. Den können wir einfahren oder einklappen. Ne, zusammenbauen. Damit er halt nicht mehr stört. Ich würde sagen, machen wir weiter. Und dann platzieren wir mal wieder die Decke.
Sehr schön. Wie gehabt, nochmal, um alles einzupacken, benötigen wir hier diese 5 diesmal jedoch, 5-mal Holz. Und auch an anderen Positionen diesmal, aber wahrscheinlich auf jeden Fall die Grobspanplatten, denke ich mal, für dieselbe Tätigkeit, ne, um alles einzupacken. Das werden wir gleich aber auch sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe ganz stark gerade davon aus, dass es die falsche Palette ist, die ich mir gerade gegriffen habe. Und ja, ich habe recht, es ist die falsche. Das müssten nämlich Balken sein, die ich hier gerade habe. Ja, das sind Balken und kein Holz. Also so gesehen schon, aber das heißt halt nicht Palette Holz, sondern Palette Balken. Das ist jetzt das Problem, denn dann können wir es gar nicht platzieren. Dann müssen wir hier nochmal zugreifen. So, eine hier oben noch. Dann sind wir oben soweit fertig. Dann ist da nur noch die Grobspanplatte, die dahin muss. Zweimal. Kann auch sein, dass wir hier gar keine Balken brauchen, sondern dass die auch komplett für den anderen Auftrag sind. So, jetzt können wir uns aber schön unser Holz holen. Zweimal brauchen wir es noch hier unten auf 0 Meter. Oh, hier, da bin ich mal gespannt, du. Aha. Die kommen bestimmt oben auf... Nee? Oh, da haben die ja noch einen Aufbau draufgesetzt. Also ich hätte jetzt gesagt, die kommen auf den Aufzugsschacht. Aber dafür sind die doch tatsächlich auch viel zu groß. Aber das sieht so aus, als ob wir unserem Ziel immer näher kommen. Ich bin gespannt. Immerhin sind es nur noch ein paar Prozent... Und aufräumen. Und dann Nachbesprechung. Ja, das war's. Das war's tatsächlich. Ja, dann würde ich auch sagen, wir nehmen unser ganzes Material, alles einlagern, was geht. Dann haben wir hier schon mal dick aufgeräumt. Den Kran aufräumen. So abbauen. Und da wir die Fahrzeuge ja nicht mehr in die Werkstatt oder sonst wohin bringen müssen, zur Tankstelle oder so, da wir die maximale Ausbaustufe bereits haben, können wir die Fahrzeuge einfach so ganz entspannt alle einfach einlagern. Ja, dann hauen wir hier einmal aus dem Bereich ab. Da ist eine blaue Linie, zack und fertig. Dann wissen wir nämlich, wo wir mit der guten Dame, mit der Tourismusbeauftragten sprechen können. Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen mal mit der Dame. Einfach schaurig schön, was ihr hier errichtet habt. Ich bin mir sicher, dass die Villa viele Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Gruseln anlocken wird. Und stell dir mal vor, was für sensationelle Momentaufnahmen vor diesem spektakulären und zugleich furchteinflößenden Hintergrund entstehen werden.
Ich würde dich ja auf der Stelle fotografieren, aber ich kann meine Kamera nirgends finden. Du hast sie nicht zufällig hier irgendwo gesehen? Ja, sehr schön. Finde ich auch ganz cool gemacht. Hier nochmal mit Dekorationen, mit ja, so kleinen Mini-Lampen und dem einen oder anderen Geist auch. Ja, hier auch nochmal beleuchtet, eingezäunt, ein paar Pflanzen. Finde ich richtig gut gemacht. Aha, guck mal, hier ist das Männchen wieder verkleidet. Finde ich gut. Ich finde es schön, dass es überall hier in dem Park erscheint. Wahrscheinlich das Parkmaskottchen oder wie auch immer. Nun gut, ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und dann steht als nächstes die Schiffsschaukel auf unserer To-Do-Liste. Da würde ich sagen, dann sehen wir uns bei dem Auftrag der Schiffsschaukel in der nächsten Folge hier wieder.